Hallo und herzlich willkommen hiermit zum nächsten Let's Play von Clash of Clans. Und ich habe mir was einfallen lassen und habe mir gedacht, jetzt hast du die Magier Level 5 und wir machen mal was anderes. Es gab ja zur Zeit immer hier Clankrieg, Clankrieg Best Zeigen. Wie ist der Clankrieg ausgegangen? Was waren für Angriffe oder Loot-Angriffe? Habe einfach mal gedacht, machst du einfach mal Level Magier. Level Magier 5 und die keine Zauber, einfach nur Magier. Und habe mir halt drei Angriffe schon vorbereitet, dass die schon fertig sind, dass ich die schon angegriffen habe. Die Stellen, das heißt die Gegner, ich habe mit leicht angefangen, um ja erstmal zu gucken, wie es überhaupt funktioniert. Und das. Also ich habe nur bei ein, zwei Sterne geholt. Ich wäre mehr drin gewesen. Oder ist das verkehrt? Nur nicht mal einen. Ich habe nur sonst nur ein Sterne geholt. Aber es wäre mehr drin gewesen, weil ich habe nie. Das war ein Farmbasen eigentlich. Ich habe aber nicht auf das Rathaus geachtet. Mir geht's eigentlich drum, nicht um Pokale. Wenn ich später in Bronze bin, ist das mir auch relativ egal. Muss ich ganz ehrlich zugeben zurzeit. Und denke ich mal, schauen wir gleich mal in den ersten Reihen. Das war auch der schwächste, glaube ich, von jenen. Von den allen. Also das ist jetzt eine sehr schwache Base zum Anfang, sehr schwache ja, sehr schwache Kanonen und ja, probier's da einfach mal. Man darf aber nur nicht vergessen, dass die Magier sehr anfällig auf die Minenwerfer sind, weil die Magier eigentlich nicht wirklich viel Damage aushalten. Und normalerweise sind sie ja eigentlich perfekt, wenn man jetzt einen Golem oder irgendwas dahinter setzt, oder sagt davor, um die Magier, ja, dass irgendwas tankt, so dass die Magier schön ihre Kraft, sage ich mal, ausbreiten können. Und hier ging es direkt auf die Magier. Man sieht es aber auch, wenn jetzt die Minenwerfer mal schießen. Wir achten mal hier unten auf die Ecke, was das für ein Schaden teilweise ist. Da geht ein Viertel weg, da brauchst du ein paar Schüsse und dann sind die die Magier down. Aber das sieht ziemlich geil aus, muss man sagen, mit ihren Kräften, wie die da durchgehen. Okay, das war sogar schon mal keine Farmbase, aber der Minenwerfer schon relativ gut sogar. Und wenn man den jetzt mal sieht, was der zieht, was auf die Magiern zieht und wie viele da jetzt gestorben sind, ist das schon ziemlich heftig, weil diese Minenwerfer ziemlich viel Schaden ziehen. Aber so vom Angriff her, vom ersten her, war eine etwas leichtere Base. Die habe ich gleich genommen, einfach mal zum Testen, wie es funktioniert. So ist im Großen und Ganzen war es ja ganz in Ordnung. Klar, hätte ich jetzt Zauber genommen, hätte ich die mit drei Sternen zerstört, aber ich wollte only Magier ohne Zauber, ohne Barbarkönig, einfach nur Magier. Und dann schauen wir auch gleich im zweiten rein. Ich glaube, der war auch schon etwas stärker, der Gegner. Dann habe ich aber auch schon auf den Loot geguckt, etwas, weil der Spaß ja nicht wirklich billig war. 50 Magier auszubilden. Das ist eine Rathaus 7 Base mit Rathaus 6 Verteidigung teilweise mit mittendrin. Da habe ich oben, hoppala, beim Gold noch hingesetzt, hier unten beim Elixier, so dass ich überall die Ressourcen zum größten Teil mitkriege. Und jetzt gehen sie halt überall rein. Man merkt hier wieder die Magiertürme, die Minenwerfer, dass sich schon einiges an Damage ziehen. Also vom Großen und Ganzen bin ich schon ziemlich zufrieden mit den Angriffen her. Wenn man jetzt hier unten jetzt gleich guckt, sind gleich etliche Magier gleich down, hier oben rechts. Nur weil der Minenwerfer darauf geschossen hat. Die haben heftig viel Leben auf einmal verloren, weil der Minenwerfer sie getroffen hat. Wie gesagt, wenn man die nicht irgendwas mit tanken lässt, man hat gesehen, drei Blitze und fast ein halber Lebenbalken von so einem Magier ist down. Und ja, da muss man echt wirklich gucken, ob man nicht
irgendwie, ich sag, wie so ein Golem davor setzt oder vielleicht die Riesen mit einem Heiler oder die Riesen irgendwie mit Wut oder irgendwas anderes fortbekommt, solange dass die überleben und die Magier im Hintergrund kommen, Damage bekommen. Weil wenn die einmal Damage bekommen, dann sind sie aber auch schnell wieder, sind sie schnell down. Das haben wir ja aber auch hier jetzt einmal den Angriffen sehr schnell gemerkt. Einen habe ich hier noch sogar mit auch noch ein bisschen Loot. Ja, wir sind jetzt gut eigentlich schon mit guter Loot sogar. Obwohl, da habe ich mich jetzt verklickt. Das war der letzte Angriff, den ich eben gezeigt habe. Den brauchen wir. Auch wieder Loot. Bin ja eigentlich zum Schluss ein bisschen auf Loot geguckt. Wie es ist. Auch wieder hier ganzen Magier in der Reihe verteilt. Einmal so herum, wo die Sammler stehen, im Halbkreis der Base herum. Und jetzt zusammen gucken wir mal hier auf die Stelle, was die zu Minenwerfer zieht. Das zieht schon einiges auf so Magier. Wenn die ein bisschen aufgepusht sind, die Minenwerfer, dann haben die Magier eine kaum eine Chance, um wirklich viel Life zu haben. Und wir können gleich mal gerne mal reinschauen, wie viel Damage die überhaupt bekommen können, bis die zerstört sind zu 100% die Magier. Das würde mich mal gerne mal reizen, aber so von den Angriffen her 73% ist es schon stark, muss man schon sagen. Ich hätte aber auch das Rathaus hier oben snipen können, da wären zwei Sterne gewesen. Hätte auch noch Barbarkönig setzen können auch, aber noch die Zaubern, aber das wollte ich nicht, weil ich wollte einfach Only Magier machen. Wir gucken mal einfach mal rein, wie viel Damage die überhaupt aushalten. Die haben gerade mal Trefferpunkte 156 und so Minenwerfer, die wir jetzt haben, auf 5. Der macht 8 pro Sekunde. Naja, gut, aber wenn hier mehrere Minenwerfer draufschießen, merkt man schon, dass die Magier ziemlich schnell down sind. Und gucken, der Magierturm, was macht der jetzt? 20 pro Sekunde, und wenn, das ist aber auch schon heftig. Der Magierturm plus die Minenwerfer, dennoch die Tesla dazu. Die Tesla machen ja auch nicht ohne Schaden. Und wenn es euch dazu was gefallen hat, Only Magier, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Und wenn ich merke, das Video kommt bei euch gut an, vielleicht mache ich den noch mal mit irgendwas anderem, Only Packer vielleicht oder irgendwas anderes, oder wenn ich jetzt wirklich nicht aufpasse mit meinem Pokalen, denn dass ich doch irgendwann mal in Bronze sein sollte und so richtige Pusher Basin finden sollte. Irgendwann mal vielleicht. Mauerbrecher versucht mit Mauerbrecher zu zerstören oder mit nur mit Golem oder nur mit hier, nur mit wie heißen die jetzt? Kobolden. Aber dann müssen wir noch weiter runter, müssen wir erst ein bisschen Bronze sein oder noch weiter runter, Bronze 2 oder sowas, um sowas zu machen. Und deswegen, wenn es euch gefallen hat, lasst euch ein Däumchen nach oben da, wie was ich vorhin schon gesagt habe. Und dann wird sicherlich da auch von dieser Sorte ein paar mehr Videos kommen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.